So, wir sind jetzt gerade am Morgen machen, respektive da die zwei. Juliana. Und der Enrique ist jetzt gerade am Essen parat machen. Und schlussendlich sieht das nachher so aus. Das ist Tortillas mit Bohnen und Salsa drauf und Eier. Und die zwei sind, sie arbeiten in einem Restaurant, sind also Köche. So, den Enrique habe ich jetzt hier gerade abgeladen. Und zwar hier bei den Baja Ferries. Und ich habe jetzt hier gerade mein Ticket gekauft für morgen am Abend. Für am 12 Uhr in der Nacht fährt die Fähre von Los Mochis nach La Paz in Baja California del Sur. So, ich bin jetzt gerade mit dem Bus nach, jetzt Achtung, Topolobampo gefahren. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es ist so ein unausstehlicher Name. Ich habe vorher müssen zwei, drei Buschauffeure fragen und ich habe dann nachher immer probiert, Puerto habe ich danach immer gesagt. Haben Sie einmal gewusst, wo ich hin will? So, ich bin jetzt wieder am Meer angekommen. Der Ort hier ist nicht besonders schön. Schau mal hier im Hintergrund, sehen Sie das ein bisschen. Da vorne sieht es noch ein bisschen schöner aus, ich kann jetzt mal schauen. Jetzt muss ich noch schauen, wo ich morgen dann auf die Fähre muss. So, da sehen wir jetzt mal, wie das geschrieben ist, das Ganze. Wenn ich mal ein paar Mal hintereinander ganz schnell sagen. Doppelbampo, 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 doppelbampo. Ja, das war jetzt nicht wirklich sehenswert dort. Ich bin jetzt wieder zurück in Los Mochis. Und jetzt gehe ich schnellstmöglich einen Sportsbar aufsuchen. Weil ich möchte noch das Finale schauen vom Barça-Match gegen Roma. Die sind zwischenzeitlich 2-0 innen drin. Das Spiel ist vorbei. Scheissdreck, Gott, amüsier. Macht mich hässig so etwas. Aber ja, auch Barça kann einmal verlieren in der Saison. Ich gehe jetzt in Sinaloa Park. Das ist da, glaube ich, der grösste Park da in der Stadt. Und ja, das liegt auf dem Weg zu meinem Host im Haus. Also laufe ich jetzt eigentlich quer durch zum Host wieder zurück ins Gaza. Und ja, mal schauen, was dann nachher noch so läuft. Er hat etwas angetönt, dass wir heute Abend noch ein Bier nehmen. Wäre eine gute Idee. Hoi! Alter, schau mal, da vorne ist noch mal ein riesen Uhrenteil. Viel grösser als diese. Seht ihr den? Ein riesen Monster. Uhren Scheiß heute. Jetzt bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Es gibt die Adresse, wo er wohnt, gibt es zweimal hier in Los Mochis. Und jetzt bin ich natürlich in komplett andere Richtung. Und ich habe noch etwa 4% Akku auf meinem Handy, wo der Akku immer so brutal schnell runtergeht. Und jetzt habe ich noch Stein im Schuh. Ja, noch. Ja, was willst du echt, du was? Ja. Ja, du bist auch ein herziger Ding. Ja. Jetzt heisst es mal etwa, ich weiss auch nicht, wie viele Kilometer laufen. Aber ich laufe ja gerne, nicht wahr? So, ich habe jetzt doch noch nach Hause gefunden, respektive mein Host Enrique, habe ich jetzt abgeholt. Und jetzt gibt es leckere Nachos hier im Einkaufszentrum. So, Enrique und ich gehen jetzt ins Kino. dem geilen Helm. Ja, wir gehen jetzt ins Kino. Ich lasse euch jetzt die Heime. Ich würde mal sagen, man sieht sich morgen wieder. Ja, hallo liebe Leute, ich habe wieder gepackt. Es ist alles parat. Der Enrique ist am Arbeiten. Und ja, ich gehe jetzt. Ja, es ist jetzt morgen etwa. Was ist jetzt für die Zeit?
vor 10 oder so. Und ich gehe jetzt mal ein bisschen in die Stadt vor. Ich gehe vermutlich irgendwo in Starbucks ein bisschen Video schneiden. Ich wollte in Walmart gehen, etwas posten. Aber mit dem Rucksack darf man dort nicht rein. Genau. Zähl mal einen rauskommen bei diesen Mexikanern. Jetzt bin ich eigentlich den ganzen Nachmittag hier im Starbucks hingehockt und habe ein bisschen Video geschnitten und so. Ich musste ein bisschen aufarbeiten, weil ich in letzter Zeit nicht so dazugekommen bin. Und jetzt gehe ich zu der Busstation, damit ich nachher einen Hafen kann. Ja Leute, ich bin jetzt gerade noch am Warten, bis meine Ferie geht. Und ich habe jetzt hier noch ein kleines Ständchen gefunden, wo es etwas zu essen gibt. Und jetzt müsst ihr euch das mal reinziehen, wie das aussieht. Eine halbe Ananas mit jenstes Frucht drin. Sieht richtig geil aus und das, ja, das gönne ich mir jetzt. Ja, das ist eigentlich mega lecker. Nur ich verstehe einfach nicht, warum dass die Mexikaner immer überall die blöde hure Scheiss Chili Soße drüber tun. Also das rote Zeug, so gesehen. Das ist so wüst. Das ist scharf, das passt überhaupt nicht. Aber die essen das zu allem. Und das, jetzt lampen wir schon so richtig zu den Ohren raus, aber es ist eigentlich schade, dass ich das so stehen zu lassen. Ich weiss jetzt nicht, was ich mache. Ich glaube, ich sage, sie soll es einpacken, damit ich es mitnehmen kann. Dann vielleicht kann ich es irgendjemandem geben. Also. Jetzt geht es an auf die Ferie. Es ist mittlerweile schon etwa 11 Uhr am Abend. Also ich bin jetzt um 8 Uhr bin ich jetzt da gewesen und habe gewartet. Und am 12 Uhr fahrt dann nachher eine Ferie. 7 Stunden geht es bis auf La Paz in Baja California del Sur. Und ja, jetzt bin ich gespannt, wie es da innen ist. Sicherlich anders als wie auf dem Frachtschiff. Aber viel anders vermutlich auch nicht. Ja, das ist so ein der Salon, wo sich dann nachher alle Leute vermutlich befinden. Jetzt ist Essenszeit, los sind jetzt alle ins Restaurant gestürmt, weil man hat, glaube ich, das Essen noch zu gut mit dem Ticket. Und da unten hat es noch eine Bar und ja, das wäre es dann etwa gewesen. Man kann hier auch pausen, wenn man will. Es hat auch Kabinen. Aber ja, da zahlt man vermutlich ja extra drauf. Und ja, für die 7 Stunden hier geht das schon irgendwie. So, das wäre also die Bar da. Die haben jetzt sogar noch Liveband, glaube ich. Aber das Problem ist, es hat nie eine Steckdose im ganzen Huren-Dings. Nur die Anschlüsse mit dicken Huren-Strom-Dinger. Ihr wisst, was ich meine, einfach mit denen für die normalen Anschlüsse. Ja, es ist ein bisschen schade, weil ich gerne noch ein bisschen mein Zeug aufgeladen habe. Aber ja, noch. So, was gibt es jetzt also zu essen? Fisch mit Reis und Bohnen und Tortillas natürlich auch noch. Ein kleines Dessert da. Guten. Schönen guten Morgen miteinander. Es ist morgen um 7:15 Uhr. Wir sind eigentlich relativ pünktlich. Und ich kann jetzt hier relativ gut schlafen. Ich habe eigentlich noch gestaunert. Ich habe zweimal etwa 2-3 Stunden schlafen. Und jetzt sind wir hier in La Paz. Also noch nicht ganz, aber auf dem Weg ist es sehr, sehr nah. Es sieht schon mal recht schön aus da hinten mit all dieser Landschaft, mit diesen Hügeln. Ja, ich bin jetzt also aus dem Schiff draussen. Das heisst aber noch lange nicht, dass ich angekommen bin. Weil da müssen wir jetzt noch ewig anstehen. Es hat noch recht lange Schlangen da. Aber ich ziehe mir jetzt hier ein bisschen das ICR rein und genieße ein bisschen die Sonne. Und es ist ein mega cooles Gefühl, dass ich jetzt hier in Baja California Sur bin. Ich habe irgendwie... ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt hier hinkomme. Und jetzt bin ich da und jetzt bin ich mega gespannt, wie es hier wird. In dieser Bucht hat es auch sehr, sehr viele Wale. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die Wahlsaison ist jetzt schon durch. Das muss ich jetzt aber noch überprüfen. Das ist übrigens ein super Service, den die da bieten. Wir haben jetzt hier vom Schiff, das etwa 200 Meter weg steht. Ja, yeah, fast ein bisschen übertrieben. Haben wir jetzt einen Shuttle gehabt bis dahin?
Ich habe schon gedacht, die fahren uns in die Stadt rein, weil in die Stadt für ist etwa 15 km. Ich weiss noch nicht so genau, wie ich da hinkomme. Vermutlich hat es irgendwo Bus, aber ich habe gehofft, der Shuttle fährt uns jetzt in die Stadt, aber es war nicht. Ich habe jetzt gerade studiert, wenn ich das letzte Mal Regen gesehen habe, weil ich höre jetzt gerade das Lied «Have you ever seen the rain?» von CCR. Dann habe ich gerade studiert, wann war das letzte Mal gewesen? Weil es hat jetzt hier wirklich eigentlich noch nie geregnet. Das letzte Mal, glaube ich, in Veracruz, und das ist vor etwa 2 Monaten her oder so. Da bin ich aber nicht draussen, also dort, ja, bin ich einfach im Apartment oben. Das letzte Mal so richtig verschifft worden bin ich, glaube ich, in Bremerhaven. Das ist jetzt ja Ende, ja, Anfangs Januar gewesen, am 3. oder 2. Januar. Übrigens, Baja California Sur hat das höchste Durchschnittseinkommen von ganz Mexiko. Es liegt, glaube ich, bei etwa 24 Franken oder so. Im Gegensatz zu etwa 4-5 Franken im Durchschnitt sonst in Mexiko ist das relativ hoch. Und darum kommen da viele Leute hier hin, um zu arbeiten. Und es hat auch viele Forschungsinstitute, auch so ein bisschen für Umwelt, jetzt auch für Tiere und alles. Und meine Gastgeberin, meine Couchsurfing-Host, sie arbeitet da, glaube ich, auch in einem Wahlforschungsinstitut oder so irgendetwas. Das muss sie nachher noch genauer fragen, was sie genau macht. So, jetzt bin ich also in La Paz angekommen. Auf dem Weg hier hin hatte es schon mal wunderschöne Strände gehabt. Und ich muss sagen, bis jetzt gefällt es mir da recht gut. Hat überall da so ein bisschen, ich sehe das im Hintergrund, da so ein bisschen die kleine Reststrände und so. Man fühlt sich da so richtig wie in der Ferien. So, wenn wir mal schauen, was passiert ist. So einen dummen Köter haben mich hier einfach in die Hose gepisst. Jetzt bin ich da durchgelaufen, da sind so 3 Hündchen gekommen. Der eine kumpelt auf und pisst mir in die Hose, dann ist er sicher gerade kaputt. Das ist Gastfreundschaft, verdammt. Dami, wenn man nur 2 Paar Hosen hat, ist man auf 1 Paar relativ fest angewiesen. Dummer Hund. So, ich bin jetzt hier also bei meinem Host angekommen, bei Chris. Hola. Und wir sind jetzt hier noch für mich eine Tour buchen. Ich gehe morgen auf eine Insel mit einem Boot. Das wird sicherlich ganz cool. Man kann dort mit Seeleuen tauchen, auch schwimmen und so. Und jetzt gehen wir noch neue Hosen posten für mich, weil die andere ja meinen blöden Köter zerbissen hat. Und ja, dann mal schauen, was noch so geht. Sie geht nachher noch ein bisschen springen. Ich aber nicht. Ich bin heute schon genug gelaufen. So, ich habe jetzt Ersatzhosen gefunden für meine zerbissenen. Und ja, Dings ist jetzt, Chris ist jetzt am Joggen. Und ich gehe jetzt da vielleicht noch ins Wahlmuseum, muss ich schnell schauen, das wäre noch interessant da. Ja, das Wahlmuseum hat leider zu gehabt, aber ich gehe mir jetzt dafür noch das Klassiker kaufen. Ah gut, oder? Ja, so, jetzt gibt es noch Sushi bei uns. Und ja, dann wäre es das etwa für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Es wird sicherlich sehr, sehr interessant, weil ich habe heute etwas buchen, was ich morgen wird unternehmen. Und auf das könnt ihr sehr, sehr gespannt drauf sein. Also, bis gleich. Macht's gut. Ciao, ciao.